Seit 2023 können Frührentner ohne Grenzen hinzuverdienen. Das klingt verlockend, aber es ist tatsächlich ein finanzieller Vorteil. Wir nehmen das genauer unter die Lupe. Alle wichtigen Details erfahren Sie in diesem Video. Hallo zusammen, liebe Zuschauer. Ich bin Jutta Martin. Lassen Sie gern ein Abo da und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Sichern Sie sich auch eine Gratis-Anleitung unter diesem Video. Es reizt schon einige, die Frührente mit Abschlägen zu beantragen und parallel noch voll dazu zu verdienen. Allerdings lauern da einige Stolperfallen, die Sie unbedingt kennen sollten. Bei aller Freude über mehr Einkommen wird das Thema Steuern gern vergessen. Das Einkommen als Arbeitnehmer plus Rente können schnell zu einem hohen Steuersatz führen. Zwar wird vom Gehalt oder Lohn die Lohnsteuer einbehalten, aber von der Bruttorente müssen ja noch über 80% versteuert werden. Für das Jahr 2024 sind es 83%. Der steuerpflichtige Anteil hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. Wie viel Steuern Sie zahlen müssen, wird erst mit der Steuererklärung klar. Es kann durchaus zu einer hohen Nachzahlung kommen. Hier deshalb ein kleiner Tipp von mir. Wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören, dann legen Sie im Laufe des Jahres unbedingt etwas Geld auf die Seite. Als reiner Arbeitnehmer waren Sie hohe Nachzahlungen nicht gewohnt. Was Sie auch bedenken müssen, ist, dass für jeden Monat, den Sie vorzeitig in Rente gehen, ein Abschlag von 0,3% bis zum Lebensende anfällt. Dadurch wirken sich auch die Rentenanpassungen geringer aus. Mit jeder Rentenerhöhung wächst also auch das Minus durch die Rentenkürzung mit. Ein weiteres Minus ist, dass Sie als erwerbstätiger Rentner keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Krankengeld haben. Eine bessere Möglichkeit ist die Teilrente. Sie soll einen langsamen Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand ermöglichen. Voraussetzung für die Teilrente sind 35 Versicherungsjahre und die Vollendung des 63. Lebensjahres. Teilrente bedeutet, dass sich jeder der Versicherte, der die 35 Jahre voll hat, zwischen 10 und 99,99% seiner bereits erworbenen Rentenansprüche monatlich auszahlen lassen kann. Das geht aber nur bei Altersrenten. Erwerbsminderungsrenten und Witwenrenten gibt es nicht als Teilrente. Wie können Sie eine Teilrente beantragen? Das machen Sie mit einem ganz normalen Rentenantrag. Was passiert mit dem Teil der Rente, den Sie sich nicht auszahlen lassen? Der Anteil, auf den Sie vorerst verzichten, geht damit nicht verloren. Er wird Ihnen dann auf Wunsch mit Erreichen des Rentenregelalters ausgezahlt. Von der Teil- auf die Vollrente umzustellen, geht aber sowohl zu einem früheren als auch zu einem späteren Zeitpunkt. Das schafft Flexibilität. Wird der zurückgestellte Anteil ab Erreichen der Regelaltersgrenze mit ausgezahlt, hat das den Vorteil, dass dieser Anteil von den Abschlägen verschont bleibt. Die Abschläge fallen also nur für den Betrag an, den Sie vorzeitig in Anspruch nehmen. Bei der Teilrente bleibt der Anspruch auf Versicherungsleistungen bestehen. Das bedeutet, dass die Ansprüche auf Arbeitslosengeld, Krankengeld oder auch Kurzarbeitergeld weiter bestehen bleiben. Nehmen wir mal als Beispiel an, dass Sie 35 Jahre zusammen das 63. Lebensjahr vollendet haben und ein Anspruch auf Rente von 1.300 Euro besteht. Sie entscheiden sich für eine Teilrente von 10%. Sie würden dann monatlich 130 Euro Rente beziehen. Der Abschlag von 0,3% wäre dann gerade mal 39 Cent weniger pro Monat Frührente und würde sich nur minimal auswirken.
Gehen Sie 4 Jahre vorzeitig in Teilrente, betrüge der Abschlag in diesem Beispiel 18,72 Euro. Bei 3 Jahren wären es sogar nur 14,04 Euro im Monat. Würden Sie statt der Teilrente gleich die Vollrente wählen, so würde der monatliche Abschlag 3,90 Euro betragen. Das wären dann bei 4 Jahren vorgezogener Rente 187,20 Euro Abschlag pro Monat und bei 3 Jahren 140,40 Euro. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Durch eine Teilrente haben Sie unterm Strich mehr Rente. Gleichzeitig wird mit Eintritt in die Teilrente der lebenslang festgesetzte Steuersatz festgelegt. Der einmal festgesetzte Steuersatz bleibt, auch wenn später die volle Rente bezogen wird. Im Einzelfall kann das eine spürbare Entlastung bringen. Die Teilrente kann allerdings zu Problemen führen, wenn man Anspruch auf eine Betriebsrente hat. Es können finanzielle Einbußen drohen, weil die Zahlung einer Betriebsrente an den Bezug der gesetzlichen Vollrente gekoppelt ist. Im Betriebsrentengesetz steht nämlich, ich zitiere, wird die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung auf einen Teilbetrag beschränkt, können die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung eingestellt werden. Zitat Ende. Wer bereits in diese Falle getappt ist, muss keinen Grund zur Panik haben, denn die Entscheidung für eine Teilrente kann man jederzeit rückgängig machen. Dazu genügt ein formloser Antrag. Dennoch ist eine professionelle Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung immer zu empfehlen. Schauen Sie sich dazu auch das Video Rentenberatung leicht gemacht, 7 Top-Anlaufstellen im Überblick an. Ja, das waren heute meine wichtigen Informationen für Sie, liebe Zuschauer. Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte wie immer in die Kommentare. Alles Gute und bis zum nächsten Video, Ihre Jutta Martin.